Abbruch, Abbruch, Abbruch! Oh! Ja, da traut er sich nämlich nicht hinterher. Glück gehabt. Das hat einfach geklemmt, die Kacke, Digga. Ist ja immer 50-50 Chance beim Fahrzeug, Dietrich. Ich hab gewusst, dass er aber nicht hinterherläuft beim Geländer der Polizei. Digga, wo bin ich denn hier gelandet, Alter? Wie komme ich hier raus? Wer bist denn du, Mignon? Oh, was ist denn hier los, Huch? Hallo? Was machst du denn hier? Ich habe hier ein kleines Nickerchen gemacht. Bin hier geflüchtet vor jemanden. Vor wem denn? Vor jemanden, der mich verfolgt hat. Wer das denn? Der ist ja hier rübergelaufen. Vom Klamottenladen ist er mir hinterhergelaufen. Dann bin ich geflüchtet. Hier ja, runter, das habe ich gesehen. Hier runtergesprungen und dann war ich aber so ein Kaputti und dann wollte ich mich hier... Ich habe gedacht, ich komme von der Seite hier auch wieder zur Straße, aber irgendwie war man hier gefangen. Ja, man kommt nur da vorne durchs Tor. Achso, können Sie mich zum Tor wieder zurück begleiten, eventuell? Ja, natürlich. Das natürlich. Ist nett, Dankeschön. Trüben meine Augen oder täuschen mich meine Augen oder ist Ihre Mütze pink? Die ist bordeaux-rot. Ah ja. Oh, Entschuldigung. Ah, scheiße. Ja, der ist bei mir. Alles gut. Ich bring ihn raus. Dankeschön. Ja, kein Problem. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ebenso. Ciao, ciao. Bordeaux-rot, Digga. Wahrscheinlich bordeaux-rot, ne? Ah, der Typ steht da noch. Oh, er ist hingefallen. Hä, was war das denn? Hm, glaubt ihr, ich soll nochmal einen Versuch wagen? Und er hinterhält sich noch. Ja. Komm, bitte. Bitte, jetzt funktionier aber auch. Jawohlski. Ja, wie. Ach, Digga, es kann auch alles so schön sein, ne? Zap, zack, ab. 3, 2, mein. Ist alles meins, Digga. Miep, miep. So, vielleicht habe ich ja mal Glück und ich finde meine erste Langwaffe im Kofferraum. Gönn irgendwas. Ach, komm, scheiß drauf, weißt du was? Ach, Digga, also ganz ehrlich, dann scheiß halt einfach drauf, Digga. Einfach komplett empty. Nichts. Gar nichts, Digga. Ah, yo. Und natürlich auch am Qualm, Digga. Immer stabile 13 Mille, Digga. Man kennt ihn doch. Auf Dauer ist der Schnee ein bisschen anstrengend, finde ich, Digga. Wäre cool, wenn es einen Dark-Modus geben würde. Kapi, vom Schnee. Lässt sich eigentlich ganz gut fahren. Yo. Jo! Hallo! Was ist los? Wo wollt ihr denn hin? Wir machen Street Fight. Ah, viel Spaß. Warte mal. Das sind wir vollständig. Wir sollten eigentlich 6 Autos sein. Scheiße, OGs. Warum nicht? Nur 5. Jo, was ist denn das, du Wichser? Piss dich! Ich glaube, Street Fights, was er meinte, sind so, man fährt zu einer Fraktion und ohne Stress zu haben, schießt man gegeneinander. Also im Grunde wieder eine Team Deathmatch in Call of Duty. Letztendlich soll, ja, keine Ahnung, Digga. Soll man, ja, man soll halt sein Leben so gut es geht beschützen in RP. Und wenn man aus Spaß zu einer anderen Fraktion fährt, um sich über den Haufen zu schießen, keine Ahnung. Die schießen aber nur auf West und wer getroffen wird, ist raus. Ist das wirklich so? Dann würde es Sinn machen, so vom Ding her. Keine Ahnung, Digga. Sei es ja vom Herzen auch gegönnt, so ist nicht, aber für mich wäre es nichts. Ich werde ja vermutlich nächste Woche anfangen, auch auf Grand RP zu streamen. Da hast du viel mehr Möglichkeiten. Klar werden da auch viele Nervensägen dabei sein, aber da wird auch fleißig aussortiert. Und dann bin ich mal gespannt, was der Server mir im Vergleich zu diesem Server hier bieten kann. Ich bin mal gespannt, Digga. Wie viele Leute sind bei dem anderen Server? Waren das 1000 oder 2500? Ich glaube 1000 Leute. Oder 2500, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, guck mal, das Ding ist halt einfach, Bruder, ich spreche die Sachen auch offen und ehrlich aus. Vor, wann war das? Bruder, ist auch kein Disrespekt, ist einfach nur die Wahrheit, die ich sage. Vor so 2 Wochen ungefähr, 2 Wochen her, haben wir darüber geredet. Ich, Sparta, Batzi und Abu. Wir waren in dem Call, da war Skuru später auch noch dabei. Wir haben geredet und nur so eine Kleinigkeit wie zum Beispiel, dass du die Leute, vielleicht ist es jetzt auch gerade schon geändert worden, aber meines Wissens ist es noch nicht, dass die Leute, wenn du den Kabelbinder anlegst, kannst du denen die Sachen nicht abnehmen, sondern sie müssen sie auf den Boden legen. Ist das immer noch so? Ich glaube, das ist immer noch so Standpunkt heute, oder? Aber das haben wir angesprochen und haben gesagt, das kann doch nicht sein, es nervt. Ja, wird geändert. 2 Wochen später ist noch nichts geändert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Entwicklung 2 Wochen dauert. Man hat so viele Sachen angesprochen und irgendwie gefühlt worden und nichts verändert. Piss dich! Und, hattest du Erfolg? Also, wow. Die haben mir gesagt, Praktikum. Gleich Doppeldate, oder was? Ehrlich? Nee. Muss ich auch mal nachfragen. Ja, sollen wir kurz zusammen hingehen? Ja, können wir gerne machen. Ja. Ey, yo! Übertreib nicht, Alter.
Ey, Digga, Mensch, mach doch noch ein bisschen Spaß. Man wirft die Frau nicht mit dem Schneeball ab. Okay, ciao. Alter, was für ein... Oh, Digga, wie jemand stresst oder was? Vielleicht können wir... Haben... Hört jetzt auf. Aufhören. Alles gut, alles gut. Verpiss dich jetzt von hier, Mann. Hör auf, für den Schneeball zu schmissen, wie so ein Idiotensohn, Mann. Alles klar, Jungs. Ciao, ciao. Polizei, Polizei, Bruder, Polizei hinter dir, hinter dir. Der kommt, der kommt, der kommt. Oha. Steck mir die Waffe zu, ich hab Waffenschein. Ich geb die gleich wieder. Einmal sofort die Hände hoch, beide. Beide sofort die Hände hoch. Sofort die Hände hoch, beide. Was los? Was ist? Digga. Hände hoch. Weil wir gerade gesehen haben, wie sie hier mit einer Pistole auf jemanden gezielt haben. Ja, weil mich jemand bedroht hat. Boah. War eine Pistole aus Schnee, Mann. Der hat mich mit Schneebällen abgeworfen. Ich hab Waffenschein, entspann dich, Digga. So. Alter, was für festgenommen. Das können wir nicht wissen. Stellen Sie sich aber einmal ganz kurz da vorne an dieser Mauer da. Ich will Alter, kurz Junge, ich werde schon wieder abgeworfen. Was soll die Scheiße? So, wenn Sie einen Waffenschein haben, können Sie mir den natürlich gleich zeigen. Ja, das mache ich sofort. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Easiness. Bist du sicher? Ja, ja, also irgendwas. Ich wurde hier auch die ganze Zeit mit den Schneebällen abgeschmissen und habe mehrfach gesagt, bitte aufhören, ich blute. Und wenn die Leute nicht hören, dann muss man halt auch mal Präsenz zeigen. Der Typ hat mich mit Schneebällen abgeworfen und dann werde ich durchsucht und ich werde wieder abgeworfen. Was soll die Scheiße? Einmal hier mein Ausweis. Ja, alles klar, perfekt, das passt. Ja, alles gut, wir kümmern uns mal um die Leute, die hier die ganze Zeit umwerfen. Jo, hallo. Oder? Jo. Niemals zum PD kommen, jeden PD da, den du siehst, abknallen und nichts mit denen machen, Cousin, okay? Also. Warum? Ich meine, seid ihr nicht mehr behilflich. Warum? Ja, das irgendwann. Ich bin seit 70 Minuten im Knast. Seit wie lange? 70 Minuten. Bist du noch da? Das Telefon spinnt. Wie bitte? Alter, wie spinnt mein Telefon? Hallo? Ja, egal, ich lieg auf. Ja, alles. Auf jeden Fall. Ich hab gleich. Ich hab um 21 Uhr ein Praktikum. Ach, Scheiße, das verfickte Telefon, Mann. Hallo? Guten Tag, die Dame. Herr Scharf. Jo. Kommen Sie einfach mit runter. Wie bitte? Achso, Sie sind. Entschuldigung. Ja, ist immer so. Ja, vielleicht mal eine andere Frisur. Wieso bist du jetzt gekommen, Cousin? Ja, weil ich dich hier nicht sitzen lasse, oder? Aber wir können. Wieso gehst du jetzt auf das? Das wollte die Polizei die ganze Zeit. Was wollten die? Ich hätte irgendwann von jemandem eine Pistole bekommen und da hätte ich den zuerst abgeknallt. Ja, damit kommen wir ja nicht weiter, Sohn, oder? Doch. Also, was ist jetzt hier das Problem? Wie kann das sein, dass mein Sohn seit langer Zeit hier im Gefängnis sitzt, ohne dass da irgendjemand geholt wird. Wie lange sitzt du denn schon? 80 Minuten. Naja, 65, aber ja. 80 Minuten sitze ich hier drin, ey. Und lange, ja. 110 Minuten bin ich schon festgenommen worden. Das hört sich für mich nach keiner guten Polizeiarbeit an, oder? Also was wird Ihnen denn vorgeworfen? Vorgeworfen wird ihm, versuchter Raub, was auch grenzwertig ist, Mittäterschaft einer Dame, da er, wie eine Zeugenaussage haben, dass er keine Geiseln bedroht hat oder sonstiges, sondern er hat das Flugzeug geflogen, in dem sich die Geiseln befunden haben. Ja, bitte haben. Jetzt mitkommen. Mhm. Ja, das war es grundsätzlich auch schon. Soll ich meine und illegaler Waffenbesitz, genau, weil die haben ihn dann dementsprechend, weil er bei dem Raub dabei war, durchsucht und Waffen festgestellt. Würden Sie mich einmal bitte zu meinem Sohn in die Zelle lassen? Hast du eine Waffe für mich? Nein. Ich hätte eben was machen können, aber es hat keinen Sinn. Guck mal, wie viele da sind. Also, und es ist natürlich auch offensichtlich, dass wenn du jetzt eine Waffe hast, dass ich die dir gegeben habe. Ist das Bußgeld zur Verkürzung meiner Hafteinheiten, Cousin? Oh, guck mal, Cousin, du kannst jetzt sofort gehen. Wir wollen nur noch 45.000. Wir sind jetzt bei illegaler Waffenbesitz und... Waren wir nicht bei 25.000? Ja. Nein, 65.000, 75.000. Ja, aber man kann ja auch mittlerweile okay, 45, schon mal sagen, dadurch, 65, dass er jetzt 75. Schon... Ja, wir sind jetzt bei 45.000. Mehr ist es nicht mehr. Es ist Widerstand und illegaler Waffenbesitz. Gut, dann machen Sie ihm die Zelle auf, ich bezahle das jetzt. Stellen Sie das bitte auf den Namen Olaf Scharf aus, ich nehme meine Waffen wieder aus der Ecke. Sie lassen ihn raus, gut ist. Nehmen Sie einmal erst Ihre Waffen und das war's. Super, ich bezahle sofort, Moment. Ist das eine Perücke, Olaf Cousin? Meine? Mhm. Nein, wie kommst du da drauf? Aber dass sie so schnell wachsen, Cousin, das ist... Ich habe mir ein paar Mal selber auf den Kopf gejisst. Gut, ich bin hier... Seht ihr das bald wieder? Alles gut, alles gut. Ich bin jetzt erstmal hier, mit dem Hampelmann neben mir mache ich gleich Praktikum. Also ist das der Aal? Nee. Was Hampelmann, Junge? Also der Kollege macht bei mir gleich ein Praktikum. Ich zeige ihm mal, wie Polizeiarbeit richtig funktioniert. Junge, Junge, Junge. Los geht's. Hörst du von dir behaupten, du bist ein guter Autofahrer? Ich?
Ja, sieh, warum? Ja, den nur so. Ja. Muss ja auch nicht mit 400 durch die Stadt heißen. Wie die ganzen Bekloppten hier. Da hast du vollkommen recht. So. So, und dann nimmst du die Weste, die ich auch habe hier, ne? So, oh, jetzt fühle ich mich gut. Wer will Stress? Hände hoch! Sag mal, Olaf. Ja? Ja, wir haben noch nie mal angefangen und willst du mir wirklich auf den Sack gehen jetzt mit so einer Scheiße? Was soll das schlecht geschissen? Muss das sein? Ich habe heute richtig schlecht geschissen, ja. Ich merke das schon, hast du... Mir alles auf den Sack geht hier, langsam hier. Warum? Wir fangen auf, hör auf jetzt hier so, keine Ahnung was zu machen, hiya Pai. Hey, lieber rum. Was ist denn los bei dir, Mann? Komm mal her. Krieg dir so einiges auf, das ist los. Komm doch mal her. Komm doch mal her. Ist jetzt schon wieder. Ist doch alles gut. Küsschen links, Küsschen rechts. Oh, so, jetzt geht's schon besser. Ist jetzt mit deinen Qualitäten hier oder was? Ah, scheiß drauf, Digga. Warte, ich will aber ja, noch eine Mütze. Du willst mich wirklich verarschen, Leute, ehrlich. Mein Gott. Sie steht mir doch gut, Mann. Guten Abend, Officer. Einmal an die Wand sofort. Cowboy, einsteigen! Scheiße, was habe ich verbrochen, Mann? Bleib da stehen, Junge! Mein Gott, Junge, Junge. So, lass uns ein paar Idioten hochnehmen. Ja, erstmal fahren wir jetzt zurück zum PD und warten auf den Herrn Aal. Ach, der Wichser. Ey, Schaf, jetzt mal ganz im Ernst. Wo machst du Praktikum? In der Pferde? Auf einer Pferde? Ja, was ist ja, denn los mit dir? Ja, dachte ich mir auch. Ernsthaft, jemand braucht den Präsidenten. Nur weil du die Kacke hier an der Seite drückst, er muss noch lange nicht so sich anziehen wie, weiß ich nicht, ein Cowboy. Ich hab mir voll Mühe bei dem Outfit gegeben, Mann. Komm jetzt! Mein Gott, jetzt mach das Gedudel aus und komm jetzt! Oh. Geht mir das hier auf die Eier so langsam. Oh, was hast du da? Ist da ein Radio eingebaut, oder was? Geil, Digga. Ja! So, mach die Musik aus. Funk, mach die Musik aus. Funk! Ja! Hast du gehört, sie? Kommen sie? Ich glaube, die wollen Stress. Ja, ich warte hier vom Klamottenladen. Das Auto ist leider defekt. Fragen Sie nicht, warum. Meine Fresse, ehrlich, ey. Also ich sag dir ganz ehrlich, der Start macht nur Kopfschmerzen. Also, ja, aber auch nur. Soll ich dir ehrlich was sagen? Hm? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Nee, das weiß ich, ja. Und ganz ehrlich, ich bin ja schon länger in dem Business, ne? Hm. Ohne Witz. Das ist nicht so schwer. So kann man halt auch nicht arbeiten. Nee. Hast du schon mal ein bisschen Korruption gemacht? Nein. Ich war noch nie korrupt. Nein, ich war noch nie in meinem Leben korrupt. Jetzt bist du mit mir. Werde ich auch nicht. Bitte? War schon gut. Jetzt bin ich mit dir. Da stehen die Flachpfeifen. Der während eines laufenden Einsatzes oder am Würfelpark einen Schieberschlag macht, kann er sofort in mein Büro kommen, der kann sich seine Papiere abholen und kann nach Hause gehen. Ja, wir sind die Polizei, wir können Spaß haben im Hinterhof. Alles, was in der Öffentlichkeit ist, wird professionell angegangen. Sollte das nicht passieren, mein Büro ist eure Anlaufstelle. Okay, pass auf, dann kommen wir jetzt zu was. Erstmal zu einem kleinen Randnotiz für euch. Warte mal. Ja? Herr Schaff, dürfte ich Sie bitten, so lange kurz zur Seite zu gehen? Olaf. Stellen Sie denn gerade dann zur Seite? Ja, dann pack ihn Seite, einmal, bitte. Ihn an der Seite. Ach so. Wird so lange Haftzeit angesetzt, bis die Rechnung bezahlt wird. Ja? Also das heißt, im Zweifelsfall, und die Justiz müsste auch... Ja, magst du das so eng an meinem Arsch oder was? Wir machen die Straßen sauber. So. Olaf, warte mal kurz, damit ich mal zur Seite hier... Bin fast eingeschlafen. Ja, ist ja normal. Ich war wirklich ganz kurz davor, einfach zu gehen. Ja, glaube ich dir. Ich werde Herr Aal, ich sag dir so, wie es ist, ich werde Herr Aal einpacken die Tage. Oh, sag mal... Er bestellt mich hier um 21 Uhr hin, um mein Praktikum beginnen zu machen. Und dann muss ich mir erstmal eine halbe Stunde Lahm anhören, Alter. Will der ja, Typ mich verarschen? Hat er keinen Respekt vor mir oder was? Weiß er nicht, Olaf, wer ich du bin? Olaf, kannst du doch nicht mir erzählen, dass du unseren Chef einpackst die so. Tage. Sag mal. Hey! Das war die extra. Tut mir leid, das war die extra. Ja, tut mir leid. Gut, dann los geht's jetzt. Ich hab Hummel im Hintern, Mann! Olaf. Werden die Leute sie über den Haufen schießen, wenn die frech werden? Olaf, das geht nicht. Weißt du was, Junge? Mach, was du willst. Ist mir. Weißt du was? Mach, was du willst. Ich bin gerade am Überlegen. Ja.
Wurde mein schwerer Revolver abgenommen oder habe ich den jemandem geschenkt? Er musste mein schwerer Revolver, frage mich gerade. Wo habe ich den denn keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Den habe ich in irgendein Fahrzeug eingelagert, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, in welches. Mein Gott, ich kann ihn noch nicht mal in Ruhe Auto fahren oder nee, was? Nee. Ey. So, den nächsten, den wir sehen, den ziehen wir raus. So, dann sprechen wir mal, machen wir jetzt so, ja? Sprich, du sagst genau, was ich dir jetzt sage. Also, wenn wir jetzt jemanden rausziehen, machst du, redest du, schreist du rum und dann ziehst du ihn raus, ja? Ja, ich. Dann sagst du, einmal bitte rechts ranfahren, Motor abstellen und einmal auf die Beifahrerseite treten. Ja, genau so werde ich es machen. Ja, ich umgehe meistens um diese Uhrzeit diesen Augenkrebspark, weil. Ich habe immer noch Augenkrebs. Da kannst du nämlich komplett den Laden zumachen. Ha, ja, aber ist bei dir jetzt, ist doch auch immer noch Augenkrebs, oder? Ja, ja, natürlich. Ich fühle mich manchmal wie in der Matrix. Ja, bei mir ähnlich. Wenn ich nicht mit dir auf Schleife wäre, wäre ich schon längst in einer anderen Stadt jetzt. Oder ganz woanders. Wirklich. Bist du jetzt wegen mir hier geblieben? Ja. Naja, sonst wäre ich schon raus. Warum das denn? Ich denn? Weil einfach das nicht letzte Woche Freitag bin ich genau aus dem Grund, sagen wir mal, voller Zorn habe ich die Stadt verlassen, frühzeitig, nach 10 Minuten, gefühlt. Und jetzt hast du vor, die Stadt zu verlassen, oder? Nein, ich bin einfach gegangen. Ach so. Weil du gerade meintest, du wärst gar nicht mehr wiedergekommen, wenn ich nicht mit dir auf Strecke gefahren wäre. Dann wäre ich irgendwo, hätte ich was anderes gespielt. So. Kein Taschenbillard in Dortmund. Ja, ja, ich verstehe. Ey, uns sind schon richtig viele Autos entgegengekommen, ne? Was? Uns sind schon richtig viele Autos entgegengekommen. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Ja. Lob der Papst im Kettennetz, so wie man das nennt. Gott, jetzt zieh mal raus. Ey, yo! Du sag gerade, das ist mein Auto! Digga, das ist mein geklautes Auto, das ist mein Auto! Wie dein Auto? Ja, das ist mein Auto mit dem Dreier-Chip. Echt jetzt? Ja, das ist mein McLaren, hundertprozentig. Boah. Den haben sie mir vom Polizeipräsidium, ja. Wiederschauen und reingehauen. Ja. Fahr mal hinterher, die bauen Unfall. Bestimmt. Der ist schwer zu kontrollieren. Jetzt sind die links. Okay. Ja, und jetzt? Gar nichts mehr hier. Ja, ich sehe gar nichts. Ja, die sind weg. Ja, super. Weißt du, ja, und ganz ehrlich, da fängt's ja, ziemlich schon an. Ja, hundertprozentig. Nein, weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was das Problem ist, Olaf? Alles schön und gut mit diesen Autos und Autos und Autos. Diese Autos, die machen so viel Probleme, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Das ist mit ein Hauptgrund, warum ihr teilweise ihr Gewitter im Kopf herrscht. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, ja. Ist wirklich so. Das ist mit ein Hauptproblem. Aber Hauptsache, da nochmal ein Auto und da nochmal ein Dreier-Chip und da nochmal 40 Chips und so. Fahr nochmal die gleiche Strecke zurück. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass alle Autos ungefähr die gleiche Geschwindigkeit haben sollten, aber auch wesentlich mehr, also festere Heck- und Frontspoiler. Olaf, steh mir nicht falsch. Natürlich, die Geschwindigkeit ist total übertrieben, aber es geht um die Autos an sich, Olaf. Wenn man die nicht, ich sag mal so, wenn man die in der Werkstatt nicht richtig, wenn man die in dieser Werkstatt, diese Autos, ja, die du hier ja kaufen kannst. Ja, fahr mal ein bisschen. Da steht doch der Wagen. Da ist er ja. Gib mir meine Waffe jetzt sofort, bitte. Kann ich nicht. Der Typ ist weg. Er ist kaputt. Komm, wir nehmen die Verfolgung auf. Die sind hier irgendwo noch. Das ist dein Auto, oder was? Ja. Ja, dann steig ein, komm. Nee, warte. Komm. So, du Flatterbiere, die das Auto geklaut hat. Komm. Hey, yo, gib mir meine Waffe mal jetzt. Ist doch nicht mehr hier. Ich brauche meine Waffe, ich fühle mich unsicher. Olaf, kann dir die Waffe nicht wählen. Weiß doch niemand, wenn ich schieße. Olaf, kann dir die Waffe nicht geben. Lauf dem Problem jetzt nicht weg. Komm, die sind hier noch. Komm, die sind 100... Aua! Mann, ey! Hier sind sie. Komm. Die sind hier, komm. Ja, ich komme. Der ist hier rechts hier reingelaufen, glaube ich. Ist er bei dir? Der war hier vorne. Der ist da vorne lang gelaufen. Der ist hier bestimmt irgendwo in die Büsche reingegangen, der Wichser. Ja, so weit wird er nicht gelaufen sein. Der ist hier noch irgendwo in dem Bereich. Kalle, wo bist du? Kalle! Ja? Ja, lass lieber zurück. Wenn er klug ist, klaut er deinen Wagen jetzt. Kann er nicht. Wieso? Dietrichs Head. So hat er doch auch mein Auto geklaut. Ach du Scheiße. Ja. Wenn er das jetzt macht, dann zieh ich heute die Kutter aus. Ich sag dir das. Ja, er klaut. Hol deine Waffe. Der ist hier irgendwo noch. Komm raus, du Wichser. Komm raus hier. Oh, pass auf. Hier vorne. Wo? Irgendwo war hier eine Alarmanlage. Stehen hier noch Fahrzeuge?
Wo ist er? Weiß ich nicht. Hier war eben noch irgendwo eine Alarmanlage. Oder er ist hier runtergesprungen. Hier sind seine Siehst du Fußabdrücke von ihm? Ich sehe hier keine Fußabdrücke, die hier rübergehen. Das heißt, er muss hier noch irgendwo in den Gebüschen sein. Oder ist das Auto offen und er hat sich auf die Rückbank gesetzt? Nee, Auto ist nicht offen. Ja, Olaf, das macht keinen Sinn jetzt hier, komm. Gib mir meine Waffe. Ich brauche meine Waffe, Mann. Gib mir meine Waffe. Ich kann dir deine Waffe nicht geben, Junge. Musst du. Komm jetzt. Das macht keinen Sinn, komm. Ich laufe hier mit einer scheiß Brechstange rum. Ja, du sollst auch gar keine Waffe haben, Junge. Ja, okay, Falle. Hör auf, komm. Wir fahren zum Einsatz. Was willst du denn machen? Willst du schießen, direkt ballern? Wenn du das neben den Kollegen machst, dann ist Feierabend. Verstehst du? Ich fühle mich so nackt. Ja, kann ich dir auch nachvollziehen, aber das macht keinen Sinn. Ich geh mal kurz in den Kopf. Auch so eine Angewohnheit hier in der Stadt. Geh mal kurz in den Kopf. Geh auch mal bald in den Kopf rein. Was für ein Kopf? Fischerkopf? Bonkopf? Armer Kopfloser, du. So, den ziehen wir raus hier. Jo! Einmal vom Motorrad absteigen. Sollst du auch mal weggehen? Einmal vom Motorrad absteigen. So, einmal vom Motorrad absteigen, Motor ausmachen. Und mir einmal Ihren Führerschein zeigen, bitte. Jo, warten Sie. Sag mal, hast du Kastanien in der Hose oder was klappert da die ganze Zeit so, Junge? Hab ich doch schon gegeben, Mann. Drück dich doch mal. Ich hab noch keinen Führerschein gesehen. Sag mal, du Wichser! Die Leine hier mit deiner Maske. Oder? So. Wir sind gerade in der Verhandlung hier. Ah, weg hier. Hallo. Wir sind Zeig mal her den Lappen. Kevin, wir sind gerade in der Maßnahme. Weg hier. Oh. Sag mal. Warte. Mein Gott. Ah, scheiß drauf, ey, ich hau mich ins Bett. Ich kann mir die Scheiße hier nicht geben. Setz dich rein. Nee. Ey, das so macht ja, Olaf, ich geh jetzt auch außer Dienst. Nee, ich geh ganz raus aus Dortmund. Ich hab da keinen Bock drauf. Das ist einfach nur noch ganz große Pisse seit Wochen. Und ich hab da keinen Bock mehr drauf, Digga. Muss man auch mal ein Zeichen setzen. Hab ich keinen Bock drauf, Digga. Das ist eine ganz große Pisse. Jedes Wochenende dieselbe Scheiße, Digga. Kein Bock. Sollen wir gleich mal quatschen? Nee. Ich mach noch was anderes. Okay, hab mal keinen Bock mehr auf die Kacke, Digga. Hallo, fahren! Ja, verstehe. Piss dich, Junge! Das macht mir auch einfach. Also ich kann kein RP spielen, wenn diese Scheiße hier so läuft, Digga. Da hab ich keinen Bock drauf, Digga. Und ist mir auch scheißegal, Digga, ob sich da jemand auf Schlipper getreten fühlt. Das ist jede Woche dieselbe Kacke, Digga. Das verändert sich hier, das verändert sich da. Gar nichts verändert sich, Digga. Das Einzige, was sich verändert, sind die grauen Haare auf meinem Kopf. Hab ich keinen Bock mehr drauf, Digga. Hab ich wirklich keinen Bock mehr drauf. So kann ich kein RP spielen, Digga. Hast du da irgendeinen Idioten, den du kontrollieren willst und die Schläge kommen nicht an? Du kannst bei einer Verfolgung. Bruder, du musst erstmal 10-mal den Dutton-Schlüssel drücken, bevor das Auto aufgeht, damit du hinterherfahren kannst. Hab ich keinen Bock mehr drauf, Digga. Hab ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das war letzten Freitag genau dieselbe Pisse. Ich bin letzten Freitag auch deswegen rausgegangen. Hab ich also überhaupt kein Interesse mehr dran. Und ich werde es in Zukunft genauso machen. Immer. Wenn der Server so läuft, Bruder, ich gehe sofort wieder. Und ich muss wirklich traurigerweise sagen, und wenn ich dafür Konsequenzen bekomme vom Server und ich nicht mehr da spielen darf, ist okay. Ich mache aber meinen Maul auf, weil dafür bin ich bekannt. Es hat sich in den letzten Wochen überhaupt nichts am Server geändert, Digga. Fahrzeuge aufschließen, funktioniert immer noch nicht. FPS-Drops, weil zu selten Sonnenwende, immer noch nicht. Also, es hat sich einfach aus meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, was im Hintergrund passiert, ich weiß, dass im Hintergrund gearbeitet wird. Das muss ich fairerweise sagen. Aber in den letzten eineinhalb, zwei Monaten hat sich eigentlich nichts geändert, Digga. Und das regt mich, es tut mir auch leid, das so sagen zu müssen. Dann muss ich einfach offline gehen, weil ich sonst ausraste. Ich raste sonst aus.